Na ihr Rallies, willkommen zurück zu Pokémon Gold. Geil, wir sind immer noch in Ebenholz City und wir haben beim letzten Mal einen Botvogel namens Lieferheld gefangen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, was das Vieh so drauf hat und das ist ziemlich witzig. Also, ich mach's mal kurz, es kommt ins Team. Das ist das sechste Mitglied, das wir noch gebraucht haben, das ist ganz klar. Aber, was? Aber, es ist eigentlich jetzt gar nicht so geil. Es hat nämlich an sich, von sich aus, nur die Attacke Geschenk, die wir ja schon kennengelernt haben, welche, na sagen wir mal, nicht ultra stark ist. Sie kann nämlich dem Gegner entweder 80 KP heilen oder 40 oder 80 oder 120 Schaden machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Schaden macht, ist bedeutend größer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es 120 Schaden macht, ist wiederum relativ gering. Also es ist eine Attacke, die halt ein bisschen unwahrscheinlich ist, genau das zu machen, was man will, aber das macht erstmal nichts. Der Witz ist nämlich vor allen Dingen, es kann fliegen. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, das ist ein Pokémon vom Typ Eis und Flug und entsprechend ist es genau das, was wir gebraucht haben. Wir wollten ja ein Pokémon, um Boxbirne zu ersetzen, weil Boxbirne ja unser Flügelmann war. Und jetzt machen wir das einfach mit Botogel. Das heißt, es kriegt jetzt erstmal direkt Flieg beigebracht, Fliegen. Fliegen, einem Pokémon beibringen, jawohl. Lieferheld bitte. Geil. So, und jetzt müsste ich auch noch eine TM bekommen haben. Schauen wir mal. Jawohl, Eissturm haben wir nämlich bekommen, als wir Norbert gefletscht haben. Also perfekt. Diese TM ist auch für Botogel prädestiniert, für Lieferheld. Also kriegt Lieferheld auch gleich noch Eissturm dazu. Und schon ist das Moveset gar nicht mehr so scheiße. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch eine andere Attacke haben, die irgendwie gut ist. Vielleicht Walzer? Kann Botogel das? Nein. Na gut, aber Lieferheld ist damit schon mal mit drei Attacken gut ausgestattet. Gucken wir mal, vielleicht finden wir ja noch irgendeine letzte TM, die es auch noch kriegen kann. Das finde ich ziemlich, ziemlich fancy. Geil. So, ich weiß nicht mehr, wo man den EP-Teiler in diesem Spiel bekommt. Das ist jetzt das einzige Problem, das ich gerade habe. Das habe ich gerade nicht nachgeschaut. Das hätte ich natürlich mal machen können. Braucht ihr mir aber auch nicht runterzuschreiben. Ich schaue es einfach nach diesem Part kurz nach. Ist okay. Gut, das heißt, erstmal kriegt Lieferheld ein anderes Item. Und zwar unser Münzamulett, das haben wir ja beim letzten Mal schön rausgeschmissen, jetzt nehmen wir es direkt wieder mit. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Kohle noch, das ist nämlich gar nicht so schlecht. Oder ewiges Eis, das ist eigentlich noch viel sinniger. Schließlich kann es ja Eis attacken, ja, das macht mehr Sinn. Ja, moin. Ich glaube nämlich, ich habe nicht so viel Geld. Stimmt, ich habe nur 952 Dollar. Das ist auch das erste Mal, dass ich beim Pokémon-Spielen wirklich nicht so viel Geld habe. Also bisher hatte ich immer, wenn ich Pokémon gespielt habe, wirklich die Dollars. Also, was hat denn eigentlich Latina für ein Item? Sieht man das irgendwo? Ja, Kingstein ist gut. Ewiges Eis ist auch gut, das kann man verantworten. Flinklau ist super. Wundersaat passt auch, Zauberwasser auch und Überreste, ja, da kann man sich nicht beschweren. Also das Item-Setup ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, jetzt muss auf jeden Fall ja erstmal der Lieferheld an die Spitze. Das ist klar. Denn der muss jetzt erstmal gelevelt werden. Und das Witzige ist ja, oder das Traurige, aber Unpraktische, sagen wir mal Unpraktische, ist jetzt, dass wir in die Arena müssen. Also müssen nicht, aber ich will jetzt in die Arena, weil ich nicht unbedingt diese Route da unten machen will, bevor ich mal die Arena gemacht habe. Von daher wird der Lieferheld jetzt gleich natürlich auf 180 getrimmt, aber das macht nichts, das muss halt auch mal sein. Geht's rein. Moin. Yo, Champion Spee. Es war eine lange Reise, aber bald sind wir da. Zähl auf dich. Sandra setzt die mythischen und heiligen Drachen-Pokémon ein. So leicht sind die nicht zu besiegen, aber angeblich sind sie anfällig gegen Eisattacken. Ja, das weiß ich nicht, das schauen wir mal. Das ist ja eine ganz schöne gefährliche Sache hier, also Arbeitssicherheit, ne, ist nicht. Lasagne ist das, also das ist Lava. Moin. Ist das dein erster Kampf gegen Drachen? Ich zeige dir, wie stark sie sind. Willst du mal einen echten Drachen sehen? Nein, ich glaube, du hast keine Drachen. Lieber fair Gesangsverein. Paul. Paulchen, was setzt da ein? Pummeluff. Okay, das war wahrscheinlich ursprünglich ein Dratini. Ich will es mal probieren. Ich will es einmal probieren. Nee? Super. Superb. Und er haut gleich die heftigen Sachen raus, das ist ja klar. Fletscht gleich mal den Lieferheld. Das fängt ja einfach grandios an. Okay, Lieferheld, das war nicht der beste Einstand, aber es war auch irgendwie ungünstig, dass der jetzt direkt eine Steinattacke konnte, weil, wie man sich denken kann, ist Stein vierfach effektiv auf Lieferheld. Von daher nicht ideal, wenn wir hier
Boah, kacke, der haut ja richtig einen raus. Nicht ideal, wenn wir einen Eis-Pokémon haben und das gegen Pummeluff einsetzen. Auch nicht ideal, eigentlich Lasagne dagegen einzusetzen, aber Lasagne ist momentan einfach der Spitzenreiter im Team. Und deswegen ist das auch geil. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt Abra. Ja, das können wir lassen. Ich dachte jetzt eigentlich, dass in dieser Arena die heftigen Typen kommen, weil Drachen-Pokémon ja per se relativ stark sind und der Randomizer hier die Pokémon so verteilt hat, dass sie ungefähr dem Stärkelevel des ursprünglichen Pokémon entsprechen. Vielleicht hatte der hier tatsächlich nur Dratinis, weil das, was er da einsetzt, ist ein Witz. Dratini, Dratiri, also das ist echt eine Sache. Was haben die sich nur dabei gedacht hier? Dratini ist dieser Drache und Dratiri ist dieser kleine Feuervogel. Weiß halt, welcher ziemlich cool ist. Ich wollte den eigentlich in Pokémon X trainieren, aber hatte ja schon Fünks als Starter und mehr brauche ich nicht. So ein lila Ponita sieht schon ziemlich cool aus, ne? My horse is amazing, give it a lick. Ah, it tastes just like raisins. Danke, Paul. Wie enttäuschend. Geschichten aus dem Paulanergarten. Du hast Siegfried, den Drachenmeister, getroffen? Das kann nicht wahr sein. Das darf sie gar nicht, das darf nur ich. Ich bin der Paul, moin. Wilhelm. So, erstmal ins Pokécenter und Lieferheld eine zweite Chance geben. Jetzt muss Lieferheld auch im Team bleiben. Wir haben den immerhin gerade eine TM reingestopft, nämlich Eisstrahl. Dann muss er auch selbstverständlich bis zum Schluss im Team bleiben. Also es sei denn natürlich, ich weiß nicht, wie das ist. Die meisten von euch werden ja wissen, dass man nach der Pokéliga noch weitermacht hier, und zwar nach Kanto geht. Und da gibt's normalerweise eigentlich dann erst die coolen Jungs. Ich weiß jetzt nicht, wie der Randomizer da was verteilt hat. Aber es muss schon wirklich ein ultra cooles, wildes Pokémon kommen, um jetzt hier nochmal mein Team zu wechseln, weil das dann ja auch mit Arbeit verbunden ist. Ich sag mal, ich will nochmal kurz in mein Team gucken. Also die einzigen, von denen ich mir jetzt gerade noch vorstellen könnte, dass ich sie noch auswechsel, sind Biomüll und Latina. Latina reißt einfach nichts und Biomüll ist jetzt auch nicht so ultra lustig, aber Carlsberg ist mein Starter, muss drin bleiben. Baloo ist einfach das geilste von allen, wie das einfach aus dem Baum gepurzelt ist, also legendär. Lasagne bleibt auf jeden Fall auch dabei und der Lieferheld, denke ich jetzt auch, ich finde den schon ziemlich cool. Wobei der voll wenig KP hat, ne? Na gut, der ist auch 20 Level drunter. Also so gesehen, also, oh nee. Felsen in die Lava schubsen, das kann ja nicht sein. Erstmal fletschen wir alle und dann machen wir das, was wir eigentlich sollen. Hi. Sandra unterzieht uns einem ausgewogenen Training. Ich kann es mir nicht erlauben zu verlieren. Nein, kannst du dir nicht erlauben. Ich kann es dir aber erlauben. Alma. Oh, die hat tatsächlich ein Dragonier. Ist das jetzt zu riskant, da einen Eisstrahl gegen zu... Ach, Eissturm, warte mal. Ich dachte Eisstrahl. Versuchen wir es mal, was ist denn das? Eissturm? Ach, geht daneben. Was ist denn das für eine erste Runde, Nullrunde hier? Ich glaube halt, das Lieferheld sofort gefletscht wird und deswegen lasse ich das erstmal. Ich mache mal erstmal mit der Lasagne weiter. Immerhin sind die Gegner hier Level 37. Das einzige Pokémon aus meinem Team, das damit irgendwie mithalten kann, ist Lasagne. Jetzt habe ich dem Eissturm und nicht Eisstrahl beigebracht. Ich hoffe, dass Eissturm jetzt nicht kacke ist. Das müssen wir nicht mal ausprobieren. Oh Gott, das wird schwierig. Oh nein, du bist doch ein Lachsäufer. Ach, mach mal Bodycheck. Drachenwut. Oh je. Ich meine, Dragonier sieht echt gut aus, aber... Ich hatte nicht damit gerechnet, dass hier tatsächlich Drachen kommen. Ja, hatten sie mir gesagt, kann mir niemand was sagen. Die hatten mir gesagt, eigentlich kann ich nicht sagen, nichts sagen. Sie hatten mir gesagt, hier kommen Drachen, aber trotzdem. Machen wir mal eine Top-Genesung erstmal. Das wird auf jeden Fall ultra schwierig, diese Arena, mit unserem Level. Ich bin tatsächlich mal nicht komplett overlevelt in Pokémon. Der nackte Wahnsinn, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich glaube, die Arenaleiterin setzt ja sogar Pokémon um die 40 ein. Also, ich meine, das ist eigentlich eine verdammt schwache letzte Arena, wenn ich mir überlege, in der ersten und dritten Generation, da sind die viel höher vom Level her, also, muss man doch mal sagen. Na, Alma, das ist verabscheuungswürdig. Jo. Wow, ich muss meinen Trainingsplan nochmal überreden. Überred mal deinen Trainingsplan dazu, auf ein Date mit dir zu gehen. Hi.
Oh, wir setzen nicht alle ausschließlich Drachen-Pokémon ein. Meine Taktik ist es, Pokémon einzusetzen, die stärker sind als Drachen-Pokémon. Okay. Kann ich die haben, wenn ich dich gefletscht habe? Weil dann könnte ich Sandra bestimmt zerbersten. Larvita. Oh ja, das ist gut. Das ist stark. Das ist durchaus dramatisch. Allerdings erst, wenn es sich noch zweimal entwickelt. Ja, das ist eigentlich jetzt das ideale Opfer für Karlsberg. Auch wenn eigentlich Lasagne noch Level 40 erreichen sollte. Aber das muss jetzt mal Karlsberg machen. Fuchtel nicht rum hier. Was soll das? Surfen würde ich kaputt. Aus dem Holz mache ich Leitern. Bestes Lied. Das hätte ich ja auch ins Team genommen, wenn ich das gefunden hätte, ne? Das finde ich eigentlich ziemlich cool, das Pokémon. Aber ist uns halt nicht begegnet, ne? Rosanna, das ist doch jetzt wieder ideal für Lasagne. Guck mal, es ist Part 69 und wir kriegen Rosanna. Das ist ja wieder typisch. Flo! Ja, greif zu, meine Liebe, greif zu. So, und auf geht's. Glut. War? Ach, du, Glut ist einfach so eine Scheißattacke. Wer hat sich das denn ausgedacht? Oh Mann, oh mein. Oh nee, oh mein. Heißt, glaube ich, kaufen auf Griechisch. Aber darum geht's jetzt gar nicht. Oh Mann, jetzt fletscht das Vieh. Fletscht das Vieh. Wann erlernt Lasagne nochmal Flammenwurf? Ich glaube erst, wenn es sich weiterentwickelt hat, ne? Ja, Eishieb, das wäre doch eine Attacke für Botogel. Ich muss sagen, ich will jetzt doch nochmal nachschauen, was Eissturm genau macht. Das ist nämlich relativ heftig. Also, dass ich jetzt nicht weder Blizzard noch Eisstrahl unten habe. Wobei Blizzard kriegt man in der Spielhalle in Dukatia City. Das wäre eine Überlegung. Aber pass auf, meine Pokémon werden noch mächtiger. Sowohl als Trainer als auch als Pokémon-Team werden wir unschlagbar sein. Meinst du? Ja, das kannst du ruhig machen. Das ist mir eigentlich relativ wumpe, was du machst mit deinem Team, solange ich hier die Arena-Leiterin gefletscht habe. Boah, das wird so unglaublich herausfordernd, die Top 4 zu besiegen in dieser Session, also in diesem Spiel. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Möchtest du Stärke einsetzen? Ja, Balu, mach mal. Mach mal das. Mach mal das, was du am besten kannst. Damit meine ich jetzt nicht Senf naschen. Ja. Wo müssen wir hin? Hi. Die Chancen gegen dich zu verlieren, nicht mal 1%. Das glaubst auch nur du, mein lieber Junge. Das glaubst auch nur du, Ralf. Ralf ist ein Rally. Oh, der hat schon was Heftigeres. Der hat jetzt nicht mehr nur Larvita, sondern Pupita. Das ist ein YouTube-Pupita. Karlsberg, Karlsberg, das musst du schon wieder reimen. Das sieht auch aus hier, als hätte es gerade geschissen, ne? Wie das guckt. Das guckt echt dämlich. Witzig. Pupita zerschlätschen. Und es ist gebasht. Und da wurde es gebasht. Oh, Lieferheld erreicht Level 21. Das dauert ja noch ewig, bis das mal auf einem anständigen Level ist. Und Rally wurde gefletscht. Sorry. Eigenartig, ich bin auch ein Rally. Jobbies. Ich kenne jetzt meine Schwachstellen. Danke für den Hinweis. Yo, mein Karlsberg ist einfach bombastisch. Na gut, Leute. Die Arena wird noch ein bisschen dauern und ich denke, daher kann man das auch gut auf zwei Parts verteilen. Ich schaue jetzt mal ganz kurz nach, was es hier mit Eissturm auf sich hat und mit dem EP-Teiler, aber das wird nur wenig Zeit dauern. Das heißt, wir sehen uns ja de facto morgen wieder, aber ich nehme direkt noch ein Part auf. Bis dann, macht's gut, euer Scuddy, der Rally.